Hallo, wir reden heute über den Gratis-Comic-Tag, der jetzt endlich tatsächlich stattfindet und gehen wie jedes Jahr den gesamten Stapel an Heften durch, den man sich dabei abgreifen kann. Es ist wieder Gratis-Comic-Tag, der dieses Jahr zweimal im Jahr ist, beziehungsweise sich ein bisschen hergezogen hat und jetzt tatsächlich stattfindet. Der fiel direkt auf den Anfang der ganzen Corona-Krise in Deutschland und ist deswegen erstmal mehr oder weniger abgesagt worden. Und jetzt gibt es wieder einen offiziellen Termin. Zweimal gratis Comic-Tag in einem Jahr, aber nur einmal die Comics. Korrekt. Das heißt, das sind immer noch die gleichen Comics wie im Mai, nur jetzt im September. Das heißt, ein paar Dinge sind nicht mehr so up-to-date wie Werbung für den Comic-Salon Erlangen. Aber für den Inhalt der Comics ist das jetzt nicht zwingend wichtig. Ja, die Leseproben, die hier drin sind, sind halt auch für Dinge, die inzwischen schon eine Weile erschienen sind. Aber naja. Also wann ist der Gratis-Comic-Tag jetzt? Er ist jetzt am 5. September angesagt. Denn aktuell ist die Lage ja, man kann in Läden gehen und man hat tatsächlich eine Chance, sich von den Comic-Heftchen dann auch welche abzuholen. Und wie immer gehen wir sie durch, damit ihr vorne weg am besten schon wisst, was vielleicht so in eure Geschmacksrichtung gehen könnte und was sich lohnt mitzunehmen, damit ihr nicht in den Läden alles einmal durchgehen müsst. Okay, Kindercomics. Da wir uns hier an Erwachsene richten, haken wir die schnell ab und hoffen, das ist okay. Cristiano Ronaldo Striker Force 7, eine Gruppe von Sportlern mit Superkräften, kämpft gegen das Böse und Cristiano Ronaldo ist ihr neuestes Mitglied nach einer Idee von Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Schon eher unser Ding, Hallo Justice League, Auszüge aus humorigen Stories um Batman, Aquaman und Co. Wie beantwortet Batman zum Beispiel Fanpost von Schulkindern? Auch für Erwachsene witzig. Dazu zwei Auszüge aus Kids Comics um Superman und DC Superhero Girls. Die Minions. Vermutlich das Symbol für etwas, das mal witzig war und bei dem schnell Übersättigung eingetreten ist. Ein Band mit Slapstick-Cartoons, natürlich ohne Dialoge, aber man hört das Geplapper der kleinen Viecher förmlich beim Durchblättern, daher wohl auch was für die Kleineren. Valentin der Vagabund ist eine eher in Vergessenheit geratene Schöpfung von Asterix-Autor René Goscinny, die später alleine von Zeichner Jean Tabary fortgesetzt wurde. Auf 48 Seiten gibt es hier das Album Valentin gibt dem Affen Zucker, das laut Wikipedia übrigens schon 1694 erschienen ist. Dafür sieht's echt gut aus. Bibi und Miu, ein sehr kurzer Auszug aus einem Bibi-Blocksberg-Manga, bietet Lesestoff für ein paar Minuten. Der Club der drei Schwestern, Band 1, Sarahs Traum, wird als die neue Serie von Babucci präsentiert, den wir vor allem als den begnadeten Künstler hinter Eckhö Spiegelwelt kennen. Hier zeigt er in einer verträumten Story, in der drei Schwestern nach den Geheimnissen ihrer Mutter forschen, dass er auch für Kinder zeichnen kann. Pimo und Rex sind beste Kumpel in einer schrägen und knallbunten Fantasy-Welt. In der kleinen, abgeschlossenen Geschichte für den Gratis-Comic-Tag feiern die zwei die Verlobung von Rex mit seinem Magierfreund und werden dann von einer geflohenen Muse in die Pläne eines talentlosen Nekromanten hineingezogen. Etwas kruder, aber fantasievoll gemalt und mit liebenswerten Figuren, eigentlich gar nicht so sehr für Kids, obwohl es da einsortiert wurde. Kommen wir zu den Mangas. Die Klingen der Wächter ist ein Manhua, also die chinesische Form von Manga. Es geht um den Kopfgeldjäger Dao Ma, der mit seinem kleinen Sohn Xiao Qi einem antiken China Verbrecher jagt und dazu einen Haufen Schwerter bei sich trägt. Dieses harte und brutale Leben wird noch härter, als Dämonen in die Story geworfen werden. Die Leseprobe besticht mit dynamischen, düsteren Bildern, plagt sich aber mit einer holprigen Übersetzung herum. Demon Slayer ist ein schon international ausgesprochen erfolgreicher Historien-Monster-Manga. Ein Angriff von Dämonen lässt die Köhler-Geschwister Tanjiro und Nezuko als einzige Überlebende zurück. Als Nezuko anfängt, sich in ein Monster zu verwandeln, gibt es Ärger mit den Dämonenjägern, den Dörflern und ihrer schwindenden Menschlichkeit, auch wenn das in der Leseprobe nur kurz aufgegriffen wird. In Delicious in Dungeon töten in einem Riesenverlies Profis Monster und suchen Schätze. Das läuft so routiniert, dass der Tod von Held Laios Schwester durch Drachenverschlingen nur deswegen problematisch ist, weil das Wiederbeleben aus Drachenfäkalien noch nicht getestet ist. Um ihren Körper also noch früh im Verdauungsprozess zu befreien, zieht Laios in der Leseprobe direkt los und spart Zeit und Geld, indem er die geschnetzelten Monster direkt wirklich zu geschnetzelten macht. Kochen und Rollenspielklischees in einer bizarren Story. In der Leseprobe von We Never Learn bekommt Nariyuki, in allen Fächern an der Schule vorne dabei, ein Stipendium in Aussicht gestellt.
Der Haken, er muss zwei Mädchen aus seiner Stufe Nachhilfe geben. Eine ist ein Genie in Naturwissenschaften, die andere in Literatur. Beide wollen aber genau für das Fach der anderen an Elite-Unis und sie tun sich mit dem Stoff unnötig schwer. Eine nette, harmlose Geschichte um Streber und Schulromantik. Blue Giant Supreme folgt Saxophonspieler Dai nach München, wo er mit kaum Deutschkenntnissen in die europäische Jazzszene einsteigen will. Dabei erhalten wir in der Leseprobe vor allem den Eindruck, dass Deutsche unlustige Paragraphenreiter und generell sehr abweisend sind, während Dai mit unvermindertem Optimismus im realistisch gezeichneten München nach dem Glück als Musiker sucht. Mein Weg der chinesischen Künstlerin Gidi liefert zwei kurze Geschichten aus dieser Sammlung um ein kleines Mädchen und einen seltsamen Mann, die beide auf einer Reise kuriose und nachdenkliche Begegnungen haben. Erzählt wird das in stimmungsvollen, pastellfarbenen Bildern und aufmunternden Texten, die leider nur schwer vor dem Hintergrund zu lesen sind. Beastars, unter anderem auch durch eine Netflix-Serie bekannt, spielt in einer Welt voll anthropomorpher Tiere und konzentriert sich auf einen Wolf an einer Highschool. Der arbeitet für den Theaterclub, steht als Fleischfresser aber nie auf der Bühne und kämpft mit der Arroganz des Platzhirschen der Schule und seinen Gefühlen für ein Kaninchenmädchen. Ein Jugenddrama mit Pelz als kurze Leseprobe vertreten. Kommen wir zum westlichen Erwachsenenkram. Die Turtles gibt es in ihrer düsteren und kruden Urform mit der allerersten Ausgabe von Kevin Eastman und Peter Laird aus dem Jahr 1984, also ein kleines Stück Comicgeschichte, das zuletzt vermutlich durch die Netflix-Serie The Toys That Made Us wieder ins Bewusstsein der Popkultur gerückt ist. Auf 48 Seiten gibt es hier die Origin-Story der Turtles in voller Schwarz-Weiß-Indie-Pracht inklusive der ersten Schlacht gegen den Shredder und den Foot-Clan. Historisch auf jeden Fall spannend, aber vermutlich nicht jedermanns Sache. Zu Jeff Lemires Berserker Unbound bringt Splitter eine Leseprobe mit 24 Seiten. Wir haben den kompletten ersten Band neulich in der Late Night Show vorgestellt. Es geht um einen klassischen Barbaren im 80er Jahre Frank Frazetta-Stil, der nach traumatischen Erlebnissen auf der Erde der Neuzeit landet. Also wirklich ein 80er Jahre B-Movie-Plot, nur deutlich bildgewaltiger. Viel passiert in dem Heftchen nicht, aber man weiß danach, was einen erwartet. Bei Reprodukt erschien Roald Dahls Klassiker Hexen, Hexen, verfilmt mit Muppets und Angelica Houston, als kindgerechter Comic im dicken Hardcover. Die ersten 48 Seiten davon grob den ersten Akt, in dem wir die Protagonisten kennenlernen und erfahren, was für Monster Hexen in dieser Welt sind, gibt's hier als Auskopplung. Im Grunde also eine Leseprobe, aber eine dicke und unterhaltsame, nicht nur für Kinder. Die Rückkehr aufs Land, nochmal Reprodukt, ein Album mit 48 Seiten. In kurzen Comicstrips erzählt Autor Jean-Yves Ferry die Geschichte eines Paares, das aus der Großstadt aufs Land umzieht und welche alltäglichen Herausforderungen das mit sich bringt. Gemeinsam ergeben die für sich stehenden Strips eine größere Geschichte. Die ist charmant und erfrischend in ihrer Belanglosigkeit. Von Egmont gibt es Western, einen kompletten Band des Klassikers Blueberry aus der Zeichenfeder von Möbius, bevor er Möbius war und sich in den 60ern als Jean Giraud einen Namen machte. Hier gibt es das Album Der Sheriff, das auf den ersten Blick so angestaubt wirkt wie ein Karl-May-Film, dann aber doch etwas spannendere Charaktere zu bieten hat. Aus comic-historischer Sicht auf jeden Fall spannend. Werner. 32 Seiten, viel kann und muss man dazu vermutlich nicht sagen. Entweder man mag diesen derben Humor oder man mag ihn nicht. Hier gibt's Auszüge aus dem HD-Remake von Brösels Werk, das natürlich ein wenig oder auch sehr aus der Zeit gefallen ist und das man heute vermutlich vor allem aus nostalgischen Gründen liest. Nochmal Western. Auf 22 Seiten präsentiert uns Schreiber und Leser einen Schwarz-Weiß-Klassiker aus den 70ern mit der Kurzgeschichte Der Bote von Paolo Serpieri. Der glücklose Tommy reitet für den Pony-Express durch die Prärie und wird von der Staatsmacht und Indianern bedrängt. Eine eher düstere Story, auch für einen Spaghetti-Western, für eine eher eng gesteckte Zielgruppe. Bleiben wir bei speziellen Zielgruppen. Wie wäre es mit einem Comic zum Thema Fußball, der komplett in Wachsmaloptik gehalten ist? Ein Leben für den Fußball. Die Geschichte von Oskar Rohr ist eine Leseprobe mit 23 Seiten für die Biografie des Mannheimer Fußballspielers, der mit Bayern München Karriere machte und dessen Leben vom Zweiten Weltkrieg überschattet wurde. Apropos Bayern. Trachtman ist auch wieder mit dabei. Der ironische Indie-Superhelden-Comic aus Bayern bzw. aus Franken, dieser Unterschied ist auch in der Comicwelt von Trachtman wichtig. Hier gibt es eine komplette Geschichte mit 48 Seiten, in der Trachtman gegen einen dämonischen Hexer um das Schicksal Bambergs kämpft und von diesem durch diverse Epochen, Dimensionen und Comic-Referenzen, Batman, The Walking Dead, geschickt wird. In der Vergangenheit haben wir uns möglicherweise über Trachtman lustig gemacht, möchten aber nochmal betonen, dass das wohlmeinend war und dass wir nach
nachdem wir 3 Jahre in Franken leben mussten, uns a. freuen, bekannte Locations inklusive Comicladen in Bamberg wiederzuerkennen und b. immer noch nicht so recht wissen, ob wir den fränkischen Humor verstanden haben. ASH, Austrian Superheroes, liefert auch deutschsprachige Helden und trotz des Titels auch welche aus Berlin und Bonn. Der Band versammelt mehrere kurze Geschichten um die Helden der Comicreihe, von gestaltwandelnden Wasserwesen über auf Türkisch schimpfende Berliner bis zur Wiener Wrestlerin Lady Heumarkt. Alles kurzweilig, aber ohne etwas Kenntnis der Reihe ist man trotz Infoseiten zu den Figuren etwas verloren. Von Weißblech Comics gibt es wie jedes Jahr Auszüge aus ihrem palpigen Indie-Programm. Mit Horrorschocker werden Groschenheftchen wie Gespenstergeschichten aus den 70ern und 80ern jetzt auch schon wieder seit 20 Jahren mit einer augenzwinkernden Hommage bedacht. Der Gratis-Comic-Tag-Band enthält 2 Kurzgeschichten und die neu zusammengeschnittene Origin-Story des hauseigenen Superhelden Zombie-Man. Kultig. Die Campbells bietet 24 Seiten um den alleinerziehenden Piratenpapa Campbell und seine beiden Töchter, die sich im klassischen Karibik-Piraten-Setting gegen andere Seeräuber zur Wehr setzen müssen. Das wird in Form von 4 Kurzgeschichten präsentiert, die jeweils für sich stehen, aber auch eine größere Geschichte bilden. Der oft slapstickige Humor steht im Vordergrund, aber die Stories haben auch Emotionen zu bieten. Das Artwork ist auch hübsch, nur ist der Spaß hier schnell vorbei. Auch ziemlich kurz ist Cinema Purgatorio vom Dantes Verlag. Was erstmal wie ein Indie-Comic anmutet, hat mit die prominentesten Namen des Jahres zu bieten. Hier gibt es Ausschnitte aus 3 Horror-Comics, unter anderem geschrieben von Alan Moore und Garth Ennis. Alle 3 Stories sind stilistisch spannend und atmosphärisch, außerdem sind sie mit aufschlussreichen redaktionellen Notizen versehen, dennoch sind es nur kurze Leseproben. Auch von Panini gibt es wieder vor allem Leseproben. Wir haben ein Heft mit Marvel und eines mit DC-Leseproben. Bei DC wird vor allem Panini Inc. vorgestellt, ein Label, bei dem es um Graphic Novels geht, in denen Stories aus der Jugend bekannter DC-Helden vorgestellt werden. Ein paar Seiten zu Mera, ein kurzes Kapitel über den 18-jährigen Bruce Wayne, der zu Sozialstunden als Helfer im Arkham Asylum verdonnert wird. Schwerpunkt ist ein 20-seitiger Auszug aus der Harley Quinn Origin Story Breaking Glass. Optisch jedenfalls verdammt schick. Auf der Marvel-Seite gibt's eine Leseprobe zum aktuellen X-Men-Run und einer Loki-Story. Beide lassen den Leser eher verwirrt zurück. Dafür wird das Heft um 2 in sich geschlossene Spider-Man-Geschichten ergänzt, wobei Geschichten hier bedeutet einmal 10 und einmal 3 Seiten und daher natürlich auch sehr simpel gehalten. Beide Spidey-Stories sind daher aber auch für jüngere Leser geeignet. Kommen wir zu unseren Empfehlungen. Ein kompletter Band von Splitter mit 48 Seiten kommt mit Die Ilias aus ihrer Reihe von griechischen Sagen in Comicform. Und nein, man kann Die Ilias nicht in 48 Comicseiten erzählen. Das hier ist Band 1 von 3 und da die Autoren sich entschieden haben, anders als zum Beispiel bei Ödipus, nicht einfach nur geradlinig die Story nachzuerzählen, sehen wir das Geschehen zum großen Teil aus Sicht der Götter des Olymp, die den Konflikt aktiv am Laufen halten. Vorwissen hilft hier, sonst dürfte man angesichts der gut 20 handelnden Figuren schnell verloren sein. Wenn man zumindest eine Verfilmung kennt, macht die Umsetzung Spaß und sieht auch großartig aus. Onkel Dagobert und Donald Duck, der Sohn der Sonne. Mit Don Rosa Entengeschichten kann man nichts falsch machen. In diesem Klassiker reist der Duck-Clan auf der Suche nach einem Inka-Schatz nach Südamerika und erlebt mal wieder spektakuläre Abenteuer in bester Indiana-Jones-Manier. Das sind nur 28 Seiten, aber eine abgeschlossene Geschichte, wobei die in den meisten Comic-Sammlungen ohnehin schon vorhanden sein sollte. Und wenn nicht, empfehlen wir, die Don Rosa-Sammelbände nachzuholen. Peak Ass, die fantastische Detektei. Damit schickt Splitter einen kompletten 48-Seiten-Band ins Rennen, das erste Album der Peak Ass-Reihe um eine Gruppe von Detektiven in Paris des 19. Jahrhunderts, die sich mit übernatürlichen Fällen herumschlagen müssen. Die junge Flora Vernet ist Praktikantin bei einem renommierten, aber grummeligen Detektiv, der im Fall eines ermordeten Mediums ermittelt. Das ist humorvoll und leichtfüßig erzählt, versucht Klischees zu vermeiden, was nicht immer gelingt, und hat eine etwas wirre Struktur, heißt, es dauert einige Seiten, bis Flow in die Geschichte kommt, die natürlich auch nicht abgeschlossen ist, dafür sieht es aber wunderhübsch aus. Von CrossCult kommt Invincible, die Superheldenreihe von Robert The Walking Dead Kirkman. Das war offen gesagt unser Erstkontakt mit der Reihe. Das Heft enthält die ersten beiden US-Ausgaben und damit einen Ausschnitt aus den Sammelbänden, die auf Deutsch bei CrossCult erscheinen. Wir sehen hier auf 42 Seiten, wie ein Teenager, der Sohn des Superman-Verschnitts dieses Universums, seine Superkräfte erhält und sein alter Ego entwickelt. Da ist jetzt noch kein Wahnsinnstwist dabei, aber das muss ja auch nicht sein, wenn es gut erzählt ist. Und das ist es.
Nochmal Western mit Lincoln, Band 1 auf Teufel komm raus. Ein kompletter Band mit 48 Seiten vom Schreiber und Leser Verlag. Lincoln ist ein nihilistischer und immer schlecht gelaunter Revolver-Antiheld, der noch nie im Leben Glück hatte und in diesem ersten Band einen ungewöhnlichen Sidekick trifft. Gott. Der macht ihn mehr oder weniger unsterblich und versucht, ihn auf den rechten Pfad zu führen. Eine originelle Idee, charmant, minimalistisch gezeichnet, macht Lust auf mehr. Das war unsere kleine Informationsstrecke. Ich hoffe, ihr konntet euch ein wenig orientieren, was vielleicht für euch reizvoll ist. Geht am 5. September, wenn ihr euch damit wohlfühlt, in die Läden eurer Wahl, unterstützt sie. Passt auf euch auf, seid verantwortungsvoll und nehmt mit, was euch interessiert. Viel Spaß! Oder geht nicht dahin. Ne? Also nur weil wir das sagen, heißt das nicht, dass ihr in den Laden gehen müsst. Also wegen mir bleibt zu Hause. Wenn ihr ich glaube, es wird niemand böse sein, wenn ihr nicht in den Laden geht. Wenn ihr euch wohlfühlt damit. Ansonsten ruft vielleicht einfach an in den Läden. Die meisten Leute sind absolut bereit zu sagen, dass man einem etwas beiseite legt und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt abholt. Vielleicht legen die es auch vor die Tür. Ich meine, das Zeug liegt jetzt ja auch schon ein halbes Jahr bei denen rum. Die sind bestimmt froh, wenn sie es loswerden. Ja, mit diesen aufmunternden Worten beenden wir diese kleine Folge mit dem Überblick über den diesjährigen Gratis-Comic-Tag und die Heftchen darin. Passt auf euch auf, macht's gut, bis dann. Und vielleicht einmal ganz kurz dazu, wann ist er jetzt und warum wurde er verschoben, auch wenn das offensichtlich ist? Und wer bin ich? Und wer bist du? Möchtest du die Frage als erstes beantworten? Ich dachte, das wäre der Teaser für vor das so. Intro und deswegen... Ah, sag das doch an. Ja, ich habe keinen Plan hier. Ich nehme mir Bibi und Mio mit auf jeden Fall, den Bibi Blocksberg-Manga. Du musst es ja nicht mitnehmen, denn wir haben freundlicherweise ein vollständiges Paket zugeschickt bekommen, damit wir es durchlesen und euch vorstellen können. Dieses Jahr war für mich nicht so das Ultra-Highlight dabei, wo ich sage, das muss man jetzt unbedingt mitnehmen und verprügelt die anderen Leute im Comicladen, damit ihr es auf jeden Fall mit heimnehmen dürft. Was ich eh nicht sagen würde, weil zur Gewalt aufrufen tun wir hier nicht. Und müssen wir auch nicht, denn wie gesagt, es gibt diese Version dieses Jahr nicht.